Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Und in der letzten Folge sind wir hier genau hierher gefahren. Excuse me. Wait. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid, he is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV, huh? Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you, don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Kenneth. Aha. Jetzt bekommen wir es also mit den DeSantas zu tun. Und wir wissen ja, DeSanta ist Michael. Weil das Spiel ist ja nun auch schon ein bisschen weiter, viel weiter raus, ne? Beziehungsweise wir haben es ja auch am Anfang gesehen. Und jetzt bekommen wir es also mit Michael, beziehungsweise mit Jimmy zu tun. Und da bin ich doch mal gespannt, wie sich dieser Faden jetzt weiterspinnt in der... in den Missionen, beziehungsweise auch in der Story. So. Mal ein bisschen Drift-Action. Ein bisschen Ram-Action. Alles dabei. So. Wie viel Geld haben wir echt? Das können wir doch hier sehen, wenn wir so machen, oder? Ne, oder auch nicht. Können wir so? Ah, $695. Okay, das ist natürlich nicht viel. Was Franklin so hat? Simeon. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simeon? Do not talk to me about easy, you thief. Tja, da hat Simeon mal einen ganz schlechten Eindruck von uns bekommen, würde ich mal behaupten, aber na, auch das bügeln wir irgendwie wieder aus. Mal schauen. So, und hier ist Michaels Haus. Und hier kommen wir nicht rein. Okay. Kommen wir rüber? Hier kommen wir rüber. Okay. You don't belong here. So, wir sind jetzt im Schleichmodus. Wenn du den Schleichmodus einsetzt und jemanden lautlos ausschaltest, verbessert sich dein Schleichenwert, der dir schnellere und leisere Bewegungen ermöglicht. Okay. So, dann wollen wir noch mal schauen. Nee. Wir müssen über das Haus rein, würde ich mal behaupten. Steht hier der SUV drin? Ja, das tut er. Okay, dann gehen wir doch mal eventuell durch die Haustür. Mal gucken, ob sich da was ergibt. Auch nicht. Dann sollten wir eventuell hinten mal gucken. Können wir auch mal ein bisschen laufen. Damit es hier nicht ganz so lang dauert. Hier hinten sollten wir aber eventuell wieder schleichen. Schönes Haus, muss ich sagen. Schönes Haus. Schöner Garten, schöner Pool. Gefällt mir. Tja, hier ist alles zu. Wie kommen wir denn dann da rein? Durchschießen? Ah, über das Dach. Und da oben haben wir ihn schon. Okay. Da oben haben wir ihn schon gehört. Den Jimmy.
Die ganz normalen Familienprobleme. Oh. Können wir einfach so runtergehen? Ja, können wir. Ein schöner Zufall, muss ich ja sagen. Aber das war zu einfach. Ach. Das war zu einfach, oder? You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Können wir hier einfach langgehen? Now just loosen up those hips. Okay, like this? Tatsache. Yeah, loosen them up. There you go. Okay. Und raus. Das war's. Hm. Okay. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Na, ich denke schon. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Oh oh. Don't look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Ooh. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. Okay. That the place? Yeah, this the place, man. Oh. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Der Mike ist ja auch so ein bisschen eiskalt. Aber gut. Damn! Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! I won't be treated. Oh. Naja, beim besten Willen, aber das hat er verdient, ne? You think you could take me for a ride? Fraudster. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist. Oh. I'm telling you something. This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth $5,000 a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Oh. Don't make me have to come back here. Krass. Komplikationen. Missionszeit 8 Minuten 33. Da kommst du nicht dran. Okay. Nickerchen im Grün. Krass. Krass. Alter. Hat er ihn eiskalt. Einfach mal die Karre da reingefahren, ey. Tja, und das ist Michael. Michael ist ein wenig direkt.
Ja, direkt würde ich es benennen. Würde ich so, ja, doch, direkt ist glaube ich, ganz gut. Können wir uns hier eine Karre nehmen? Ja, können wir machen. Ist auch egal. Amanda. Michael, du hast diesen Platz gekauft und benutzt ihn nie. Ich habe Schlägerhaltung und Ballkontrolle echt verbessert. Trainer nimmt mich sehr hart ran. Mhm. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Hier. Ich muss hier durch. Einfach mal alles kaputt fahren. Läuft. So, darf ich mal? Dankeschön. Okay. Können wir da hier... wir haben auch eine E-Mail. Fortschritt und es werden Ergebnisse folgen. Hallo Michael, es war schön, Sie gestern zu sehen. Ich möchte betonen, wie wichtig es ist, dass wir die Therapie fortführen. Ach, Dr. Friedlander, okay. Wir stehen bei Ihrer Behandlung kurz vor einem Durchbruch. Es ist ein faszinierender Prozess, wenn sie sinnlos und ausbeuterisch erscheint. Funktioniert Therapie am besten. Ach so. Das Leben ist nicht ohne Bedeutung. Sie haben große Schwierigkeiten, aber zusammen können wir sie zu einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft machen. Ich empfehle Ihnen weiter, Ihre Medikamente zu nehmen, die Bücher zu lesen, die ich Ihnen gegeben habe, und sich Gedanken darüber zu machen, was der Grund für diese Wutanfälle sein könnte. Wir knacken sie schon, Amigo. Wir stecken zusammen in dieser Sache drin. Wie Sie wissen, macht mir die Zusammenarbeit mit Ihnen sehr viel Spaß. Sie sind ein faszinierender Mensch, Michael. Aber leider ist die medizinische Hilfe in diesem Land keine Sache der Wohlfahrt. Da sehe ich mich gezwungen, meine Tarife wieder mal zu erhöhen. Dieses Mal nur um 75%. Was mir sehr moderat erscheint. Angesichts des Stresses und der Anregungen, denen ich während meiner Arbeit ausgesetzt bin, mit freundlichen Grüßen, Isa Friedlander. Gut. Haben wir bei unserem Psychologen einen kleinen Ausschlag bekommen? Geht. Sief. Was haben wir denn hier alles? Tracy, Dave, halt die Fresse da. Wer ist denn das alles? Dr. Friedlander, Notverdienst, Jimmy, Lester, Tracy. Können wir eigentlich zurückschreiben? Nein, nicht ins Internet. Hilfe. Normalerweise... Ah, Antwort. Doc, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass mir der ganze Scheiß nichts bringt. Ich bin einfach nur verrückt und fühle mich nicht wie ich selbst. Im einen Moment bin ich ruhig, im nächsten flippe ich aus. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Höhere Tarife? Schon wieder? Wow. Michael. Okay, haben wir zurückgeschrieben. Und, Möp. Könnt ihr mal anrufen? Scheint aber nicht dran zu gehen. This is Dr. Isaiah. Nee, gut. Geht nicht dran. Tja, dann was machen wir jetzt? Erstmal mit Franklin oder erstmal mit Michael? Ich würde sagen erstmal mit Michael, ne? Weil mit Franklin haben wir, glaube ich, auch gar nichts. Was war das denn da? Erstmal hier zum Fragezeichen. Was ist das denn hier? Weil das könnten wir auch in der nächsten Folge machen, wenn ich so recht überlege. Weil wir haben schon wieder 15 Minuten. Ich denke mal, das machen wir doch in der nächsten Folge dann. Bis dahin.